Hochschule, Tief, Hochschule, Beat. Everything easy, everything is very chill. Kein Problem, ich mach ein Bild. Ich bin gewillt, ich bin nicht wild. Ich bin ich selber, jetzt ist mein Homie dran. Hey, why, why, what, that, what, oh. Für uns als Haus ist natürlich wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, mit denen man auch gern zusammenarbeitet und zu sehen, dass Jugendlichen eine Möglichkeit gegeben wird, sich auszudrücken in verschiedenen Stilrichtungen, verschiedenen Kultur- und Kunstrichtungen. Und das ist schön zu sehen, dass da was entsteht, was den Jugendlichen auch wirklich was bringt. Wir, sage ich mal, sind jetzt seit 3-4 Jahren dabei, mit Neukottbussern intensiv zu arbeiten und auch gucken, dass wir so ein bisschen Projekte anleiern, die nicht nur die Deutschen interessieren, sondern halt so ein bisschen multikulturell auch alle anderen mitnimmt. Musik ist alles für mich. Wenn ich schlafe, höre ich Musik. Wenn ich laufe, höre ich Musik. Ich höre gerne Rapmusik und versuche, den Text zu verstehen, was der sagt. Hip-Hop höre ich, seit ich 4 bin, und ich finde, das hat zum einen Unterhaltungswert, wenn man halt so Punchlines schreibt oder ähnliches, und zum anderen hat das halt auch einen selbsttherapeutischen Wert. Ich hasse das Gefühl in meiner Brust, wenn ich alleine bin und eigentlich mal wütend sein muss. Ich höre immer Musik, darum wollte ich immer so wissen, wie es funktioniert, wie sie die Musik aufbauen und so. Ich schreibe Texte selber schon seit 4 Jahren jetzt. Aktiv rappen so 2 Jahre. Jetzt fange ich mit DJ. Also DJs finde ich gut auch. Mein Kumpel war hier und er hatte mir gesagt, so, ja, er hat ein Musikvideo gedreht. Und dann dachte ich mir so, ja, ich würde auch gerne wissen, wie man so ein Musikvideo dreht. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, so Video machen und rappen, Test schreiben. Es hat mir Spaß gemacht, beim DJ zu machen, wie die Melodie ist eigentlich und so. Fingerdamming zu machen, das ist richtig cool, ja. Man sieht, wie ein niedrigschwelliges Projekt, wo wenig Vorkenntnisse notwendig sind, um ein Ergebnis zu erzielen, mit dem es möglich ist, auf entspannte Art und Weise seinem Lebensgefühl Ausdruck zu verleihen, wo Jugendliche abgeholt wurden in ihrer Lebenswelt. Ansonsten stellen wir mit Freude fest, dass immer mehr Angebote befüllt sind mit Neukottbussern und dadurch einfach auch die Deutschen und die Jungs aus einem anderen Land sich kennenlernen, und dann spielt das irgendwann überhaupt keine Rolle mehr. Es hat Spaß gemacht, zuzugucken, was so entstanden ist, und jetzt so ein großes Ganzes darin zu sehen, das ist schon echt interessant. Musik bedeutet für mich, also es bringt Menschen zusammen, es ist gut, um seine Gefühle auszudrücken. Turning Tables nennen wir uns, wir machen Workshops für Jugendliche, für Kids. Wow. Nehme ich das Merk und zeig das Kurzbus nehmen. Ich gehöre her, egal was er sagt. Seid einfach leiser, euch hat keiner gefragt. Musik ist halt wichtig für mich. Ja, so rappen oder so. Das war gut, wir haben Text geschrieben. So schreiben mit meinem Bruder, also wir zusammen. Also über Kurzbus. Es geht um das Beat, wie das Beat einfach ist. Wenn es zu hart ist, dann schreibe ich einen harten Text. Wenn es zu chillig ist, dann schreibe ich einen chilligen Song. So. Ja, kommt drauf an. Jeder hat seinen Song und rappt das halt, ja, was er geschrieben hat. Ich kann meine Meinung nicht ganz Leute zeigen, also zeigen, wie ich damit meine. Deswegen habe ich eine kurze Weg gemacht, so eine kleine Text geschrieben, damit die anderen Leute so gucken, was ich damit meine, und dass die denken, dass nicht wir alle gleich sind. Ihr glaubt wohl nicht, dass ich auf eine Schule bin. Ihr kennt mich nicht und ich steck nicht in meine Schuhe drin. Ich mach Musik nicht für euch, ich mach's, damit ich mich retten kann. Mir geht es besser dann, ohne Verbrechen kann ich so leben. Ich fand, ihr wart alle super engagiert. Es hat mir totalen Spaß gemacht. Und ja, es kamen super Produkte dabei raus. Wir haben echt in dieser kurzen Zeit was auf die Beine gestellt. Und also ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr das halt so hingekriegt habt in der kurzen Zeit. Texten ist für mich wie Drogen, und mein Zeug ist frei. Jeder Verse wie ein Perk, und ich nehm den Schein in den Kauf. Push it to the beat, push it to the beat. Ey. Du musst selber sehen, was du aus dir machst.
Ende zu bieten. Du entscheidest selbst, willst du was geben oder kriegen?